Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Barrierefrei vor Ort inklusive Spaziergänge. Ich habe mich sehr auf dieses Webinar heute gefreut, denn es ist ein Thema, das sehr, sehr alltagspraktisch ist, ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob wir Menschen sind, die irgendeine Behinderung haben oder eine Mobilitätseinschränkung oder ob wir Menschen sind, die das nicht haben. Denn es geht darum, wie unsere Wege im Alltag ausgestaltet sind. Sind sie gut benutzbar? Sind sie barrierefrei? Dann sind sie gute Wege für alle Menschen, auch also für jedermann von jung und alt, mit und ohne Behinderung. Oder sind es Wege mit kleineren oder größeren Barrieren, die einzelne Menschen ausschließen, ihre Teilhabe begrenzen und einfach auch jedem Mann und jeder Frau im Alltag Schwierigkeiten bereiten. Zum Beispiel dann, wenn man Gepäck hat, zum Beispiel, wenn man ein Radl dabei hat und. Oder ein Kinderwagen und so weiter. Und deswegen hat es mich, war ich sehr neugierig, als ich gehört habe, dass in München inklusive Spaziergänge stattgefunden haben. Nämlich Spaziergänge, wo gezielt geschaut wird, wo fehlt es denn eigentlich und was kann man verbessern. Und habe mich da näher informiert und bin dann eben auf Menschen gestoßen, die das in München gemacht haben. Die sind drei davon sind heute hier zu Gast und können uns berichten. Das freut mich sehr. Ich fange mal hier am Bildschirm links an, Frau Stefanie Habicht-Obinger von der Landeshauptstadt München, der Bernhard Klaus, der mit einer Sehbehinderung ein großer Profiteur ist, wenn Wege barrierefrei ausgestaltet sind. Wie gesagt, das sind wir alle. Aber es ist also eine Zielgruppe für die Inklusion, kann er hier gut vertreten und deren Interessen. Und als drittes rechts im Bild Marianne Pfaffinger von dem ja, Unternehmen Experience Consulting, das barrierefreie Spaziergänge konzeptionell anbieten kann, für Kommunen und damit auch Kommunalverwaltungen unterstützen kann. So, genug zur Vorrede. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Ihr habt Folien und Bilder mitgebracht. Kurz noch zur Information an alle. Wir zeichnen die Veranstaltung auf. Wir werden sie danach online stellen. Allerdings datenschutztechnisch sauber. Es sind die Namen der Gäste nicht sichtbar, sondern nur die von den Referierenden und von mir. Und wir werden es dann auch eben online zur Verfügung stellen, sodass jeder das nachschauen kann und einen Gewinn davon haben kann. Wir haben jetzt die Präsentation und danach die Möglichkeit, eben die Fragen, die Sie und ihr bei F&A da unten über den Button reinschreibt, zu beantworten. So. Die Marianne, glaube ich, fängt an. Du hast die Bühne. Sehr gerne. Und von uns allen dreien erstmal einen schönen guten Abend an alle. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Und jetzt rutsche ich den Rechner so ein bisschen zu mir, der wandert heute Abend, sodass jeder mal im Bild ist und zu Wort kommt. So, jetzt hat sich hier was verschoben, aber das macht nichts. Das kriegen wir trotzdem hin. Genau, ich hoffe, das passt jetzt so. Wenn nicht, bitte ich, die anderen kurz Bescheid zu geben. Ich rutsche nochmal nach oben und starte die Präsentation zu den Inklusionsrundgängen und ganz kurz eine Vorstellung. Genau, wir sind, oder ich bin von Experience Consulting. Wir sind ein Büro in München, das sich ganz dem Thema Transformation und nachhaltigen Strukturwandel verschrieben hat. Historisch beraten wir Kommunen. Selbst bin auch schon 12 Jahre dabei und wir beraten aber auch immer mehr Unternehmen, denn gerade diese Themen Transformation, nachhaltiger Strukturwandel und Mobilität ist ja auch für Unternehmen relevant und wichtig. Hier ein ganz kurzer Überblick über unser Leistungsspektrum. Ich leite den Bereich Dialog und Partizipation, alles von Bürgerinnen, Räten bis hin zu ko-kreativen Prozessen, gemeinsam mit den Stakeholdern Lösungen entwickeln. Ich gehe nicht zu viel auf die anderen Bereiche ein, gerne ansonsten bei den Rückfragen, aber wir wollen jetzt zum Thema kommen. Die Überleitung ist, dass wir da schon eben seit 12 Jahren sehr intensiv damit beschäftigt sind, mit den Kommunen gemeinsam im Dialog mit den Stakeholdern herauszufinden, was braucht denn für nachhaltige Mobilität, wie können die Dinge besser werden, auch für die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse. Und wirklich immer wieder in verschiedenen Formaten mit Menschen in den Dialog zu gehen, zu erfahren, was sind die Bedürfnisse, wo hakt es, wie könnte es besser werden und dann auch gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also hier nur ein paar Eindrücke davon, wie unsere Arbeit so aussieht. Und jetzt aber direkt zu den Inklusionsrundgängen. Da will ich jetzt kurz so eine Einführung liefern, erstmal, bevor die anderen beiden ihre praktischen Erfahrungen auch dazu berichten.
und mal ein bisschen aufzeigen erst, wie kann sowas ganz grundsätzlich aussehen, was kann die Struktur sein davon, was ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht und aus der Erfahrung wichtig zu beachten. Und das allererste, was ich gerne mitgeben möchte, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, mit Menschen, mit ExpertInnen zusammenzuarbeiten, für die diese Themen wirklich Alltagsrealität sind. Also auch wenn man sich selbst schon eine Weile damit beschäftigt und schon einiges gelernt hat, finde ich es wahnsinnig wichtig, da die Menschen dabei zu haben, für die es eben genau der Alltag ist. Hier ein kleiner Überblick über die ExpertInnen, die wir jetzt in der letzten Runde hatten für die Stadt München. Immer zum Thema Sehbehinderung. Da sitzt der Bernhard Klaus neben mir, der gleich noch spricht. Aber wir hatten auch einen Experten zum Thema Rollstuhl und eine Expertin zum Thema Gehörlosigkeit. Ja, wie kann so ein grundsätzlicher Ablauf aussehen? Wir empfehlen tatsächlich 2 bis 3 Stunden für solche Inklusionsrundgänge einzuplanen, denn es geht nicht nur darum, im öffentlichen Raum unterwegs zu sein. Das ist ungefähr so die Hälfte dieser Zeit. Geht auch darum, vorher in dem Workshop-Raum sich zu treffen, die Experten kennenzulernen, sich gegenseitig kennenzulernen, auch in Verwaltungen sehr zu empfehlen, weil auch wenn man im gleichen Amt vielleicht ist, heißt es noch lange nicht, dass man sich kennt oder schon mal mehr als 3 Sätze miteinander gesprochen hat. Ist auch so ein bisschen Teambuilding-Geschichte, würde ich sagen, aber auch dann die Hilfsmittel vorzustellen, das Vorgehen zu erklären, bevor man dann rausgeht. Und übrigens auch bei Wind und Wetter, denn auch Menschen mit Behinderung müssen bei Wind und Wetter raus. Deswegen gäbe es aus meiner Sicht gar keinen Grund, einen so einen Rundgang nur bei schönem Wetter durchzuführen. Und umso mehr ist es dann von Vorteil, wenn man einen Workshop-Raum hat, in dem man vorher alles klären kann, bevor man rausgeht. Beim Rundgang selbst arbeiten wir in Tandems, sowohl beim Thema Sehbehinderung als auch bei den Rollstühlen. Das heißt, immer nur eine Person aus zweien ist in dem Moment im Rollstuhl oder unter der Augenbinde und mit Sehstock unterwegs. Mit Langstock, und die andere Person unterstützt, mal mehr, mal weniger. Aber es gibt eben eine zweite Person, die aufpasst, dass nichts passiert und die hilft, wenn es sein muss. Und beim Thema Gehörlosigkeit ist es allerdings anders. Das ist ein spezielles Konzept, da sage ich nachher noch 2 Sätze dazu. Und ganz wichtig ist dann eben auch am Ende das Thema Reflexion, also wieder zurück in den Workshop-Raum gehen und dann reflektieren, was hat man jetzt erlebt, was ist da passiert, was hat es mit mir gemacht und gibt es Ableitungen für mich, für meinen Arbeitsalltag, was nehme ich davon mit? Ganz essentiell bei den Rundgängen sind aus meiner Sicht 3 Elemente. Das eine ist das Thema Selbsterfahrung. Man sieht hier ein Bild, wie Menschen versuchen, mit der U-Bahn zu fahren. Und ich kann nur sagen, wenn man das mal ausprobiert hat, quasi vom Marienplatz aus oben eine Augenbinde aufsetzt, den Langstock in die Hand nimmt und losgeht, dann ist es wirklich ein unvergessliches Erlebnis, mal zu versuchen, den ganzen Weg blind zurückzulegen. Hier sieht man die Situation, wo dann auch der Langstock in diesem Abstand landet zwischen U-Bahn und Bahnsteig. Und allein das sorgt schon für Verwirrung und wie gesagt, ein unvergessliches Erlebnis. Auch mit den Rollstühlen unterwegs zu sein, ermöglicht eben Barrieren zu erleben, über die man sonst locker flockig hinwegsteigt und sie vielleicht gar nicht wahrnimmt. Also so ein kleiner Absatz, so eine kleine, so ein Bordstein, der nicht komplett abgesenkt ist, kann schnell zu einem unüberwindbaren Hindernis werden, gerade wenn die Ampel schon längst rot ist und man noch versucht hochzukommen. Oder auch ein Großsteinpflaster. Hier ist eine Teilnehmerin mit ihrem Vorderreifen im Großsteinpflaster hängen geblieben. Oder man testet mal einen Behindertenzugang mit einer Rampe, die jetzt nicht wahnsinnig hoch erscheint, aber wo man schnell feststellt, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so eine Rampe hochzukommen. Ich gehe nicht zu so sehr darauf ein, was da an Feedback kommt, weil Stefanie Habicht-Obinger und Bernhard Klaus werden es nachher auch noch tun. Aber man fängt eben unterwegs auf diesen Rundgängen schon sehr viele O-Töne ein es passieren sehr viele Aha-Erlebnisse auf diesen Rundgängen. Der zweite von den 3 Aspekten ist das Thema Dialog mit den ExpertInnen. Finde ich eben ganz essentiell, dass man nicht nur miteinander spricht, was hat man jetzt erlebt, sondern auch mit diesen ExpertInnen und da auch viele Fragen klären kann. Dieser Dialog findet statt unterwegs auch schon, natürlich im öffentlichen Raum. Wir legen schon viel Wert darauf, dass die Teilnehmenden wirklich wahrnehmen und wir nicht alles in dem Moment erklären oder nicht alles besprechen. In dem Moment, es geht ja einfach mal um die Selbsterfahrung. Aber man kann eben auch gewisse Situationen schon ansprechen und die ExpertInnen zeigen dann auch unterwegs oft Dinge, die sie wichtig finden, die man wahrnehmen sollte. Aber ich würde grundsätzlich sehr viel Zeit einplanen oder wir planen immer viel Zeit ein für
F&A oder Q&A, wie man es nennen will. Das Interesse daran ist auch sehr, sehr groß, persönlich wie beruflich. Wir sagen auch immer bei den Einführungen dazu, dass man das nicht nur aus der beruflichen Brille quasi betrachtet, sondern auch aus der ganz persönlichen. Denn diese Themen sind ja Themen, die einen selbst oder das persönliche Umfeld auch jederzeit betreffen können. Genau, und dieser Dialog ist eben die Möglichkeit, Einblicke zu vertiefen, Wahrgenommenes erstmal auch besser zu verstehen, was ist da eigentlich passiert, und sich auch Rat einzuholen und die ExpertInnen wirklich zu fragen, was ihnen am meisten helfen würde. Denn es ist ja klar, es geht nicht immer alles und perfekt. Worauf sollte denn am meisten Wert gelegt werden und das so im Dialog dann zu besprechen? Und wir haben festgestellt, es ist eben häufig das erste Gespräch, das die Teilnehmenden führen mit einer Person mit dieser Behinderung. Und der dritte Aspekt ist das Thema Reflexion, wie schon angesprochen. Das ja, sollte nicht zu kurz kommen, gerade im kommunalen Kontext. Ich habe hier mal die Fragen mitgebracht, die wir da stellen und auch wirklich strukturiert und auf Plakaten. Typischerweise machen wir es so, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin zur ersten Frage zu den Emotionen was sagt. Das ist nämlich total spannend und schafft einen ganz anderen Dialogboden, sage ich mal, als wenn man nur gleich über die technischen Dinge spricht, sondern wirklich auch, was hat das mit mir persönlich gemacht? Und dann oft so noch eine zweite Frage. Sehr spannend ist natürlich auch die Frage 6, wie das Thema im Zusammenhang mit der eigenen Arbeit steht. Worauf ich noch ganz kurz eingehen will, bevor ich weitergebe, ist das Thema Gehörlosigkeit. Da ist es ein bisschen anders. Zum einen muss man nicht in Tandems arbeiten und wir tun es auch nicht. Zum anderen ist es so, dass wenn man jemandem Ohrstöpsel ins Ohr macht und so einen Gehörschutz aufsetzt, ist es erstmal quasi ein entschleunigter, entspannter und ganz schöner Stadtspaziergang. Die Rückmeldung haben wir von manchen Teilnehmenden bekommen, dass es erstmal ganz angenehm ist. Wenn man aber in manche Situationen dann bewusst gebracht wird von uns, dann merkt man ganz schnell, dass es doch nicht so angenehm ist und dass man da ziemliche Herausforderungen hat. Und deswegen haben wir da ein spezielles Konzept dazu, dass wir unterwegs sind und dann aber auch Situationen simulieren, die wir dann mit einem Text vorstellen, in dem sich die Person wiederfindet. Kann zum Beispiel damit zu tun haben, dass im öffentlichen Verkehr Durchsagen kommen, die die Personen gar nicht hören und dann ja, merken, dass irgendwas anders läuft als geplant und dann müssen die Personen versuchen, das zu lösen. Und wir haben dann auch eine Passantin, einen Passanten dabei, der noch nichts weiß tatsächlich von den Situationen, aber der zur Verfügung steht, um dann diese Situation zu lösen. Und natürlich sind GebärdensprachdolmetscherInnen auch dann immer dabei, damit wir mit den ExpertInnen auch im Dialog sein können. Die Empfehlungen habe ich hier auf eine Folie gepackt, aber die würde ich jetzt im Grunde überspringen, weil die kommen auch noch von den anderen, aber nur der Vollständigkeit halber, dass sie auf den Folien sind. Was ich vorhin eins noch nicht erwähnt habe, ist, dass bei diesem einen Bild, da saßen zwei Personen im Rollstuhl, das war der Mobilitätsreferent der Stadt München und die Baureferentin der Stadt München. Und mit denen haben wir den ersten Rundgang gemacht und es war ein sehr eindrückliches Erlebnis für die beiden und hat auch, denke ich, dazu geführt, dass die Dinge weiterverfolgt wurden von der Stadt München und das dann auch den Mitarbeitenden angeboten wurde. Also auch sowas kann ich sehr empfehlen. Aber soweit erstmal von mir. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Und ich gebe jetzt erstmal weiter an den Bernhard Klaus. Von mir auch erstmal einen schönen guten Abend. Mein Name ist, wie gesagt, Bernhard Klaus. Ich komme vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, kurz BBSB. Und das ist ein Selbsthilfeverein, der in ganz Bayern tätig ist und praktisch die Arbeit, die Hilfe für Blinde und Sehbehinderte oder von Blindheit bedrohten Menschen unterstützt und fördert. Ich bin für Oberbayern hauptsächlich zuständig für Barrierefreiheit und Öffentlichkeitsarbeit. Wobei Öffentlichkeitsarbeit heißt, sowas wie diese Module zu machen, Selbsterfahrungsmodule, Schulungen, und zwar über die Barrieren, die auf den Wegen liegen. Deshalb Barrierefreiheit und Öffentlichkeitsarbeit. Ich selber, ich bin vor 40 Jahren durch einen Motorradunfall erblindet und arbeite seit 20 Jahren beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund und seit 6 Jahren in dieser Funktion tätig. Ja, das mit den Selbsterfahrungsmodulen ist klar. Wenn man unter der Augenbinde geht beispielsweise, dann kann man natürlich nicht das nachvollziehen oder so durch die Gegend gehen, wie ich das mache, weil ich habe das ja auch jahrelang gelernt. Aber es ist immer wieder ein Eindruck und es zeigt uns auch immer wieder, dass sich das Verhalten dieser Menschen verändert.
Und deshalb ist es wichtig für uns und wollen wir auch immer, dass Planer, Politiker, Ingenieure, Architekten, egal wer, dass diese Selbsterfahrung macht, diesen Perspektivwechsel auf sich nimmt, um auch mal zu sehen, wie ist es denn unter der Augenbinde? Weil wenn man das erzählt, als Sehende, ja, als Blinder passiert das und in der Norm steht das und dann fühlt man das und dieses Hindernis muss man so bewältigen und so weiter, ja, dann sagt man, ja, erzähl dir nur, woher willst du das wissen? Und das aber unter der Augenbinde dann selber zu erfahren, ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Und jeder geht danach anders aus diesem Seminar hinaus, als er reingegangen ist. Und das, gerade wenn man weiß, worum es geht, die fühlt, wie hilflos man ist, wie orientierungslos man ist, wenn keine vernünftigen, barrierefreien Wege da sind, wenn keine Hilfsmittel da sind, dass ich weiß, hier ist jetzt der Gehweg zu Ende. Ne? Da ist eine ordentliche Kante und dann ist dann eine Signalanlage oder also eine Ampel, die ich erklären kann, die ich auch höre und so weiter. Das alles, wenn man das nicht hört, dann ist man einfach hilflos. Und diese Touren immer zu zweit hilft einem ja erstmal unter der Augenbinde. Und der zweite, der ja eben nicht blind ist, muss ihn begleiten. Ja, wir machen am Anfang ja, zeigen wir auch immer, wie begleitet man einen blinden oder sehbehinderten Menschen richtig. Also die Armführung am Arm, wie geht man mit dem Langstock um? Das ist natürlich nur rudimentär, das zu zeigen, aber es langt. Und das eine ist, man erlebt es unter der Augenbinde, diese Wege zu gehen. Und das andere ist, man muss sich dem Sehenden anvertrauen. Ja, das ist ganz wichtig, dieses Vertrauen gegeneinander zu haben, weil sonst kann man sich gar nicht darauf einlassen. Wenn ich jemanden unter der Augenbinde, der noch nie der Augenbinde war, auf die Straße schicke, so jetzt geh mal zur U-Bahn und fahr mit der U-Bahn von der Imterstraße zur Potschi-Straße beispielsweise, ja, der würde nie dort ankommen, ohne Begleitung. Deshalb ist die Erfahrung, die wir immer machen und finden es immer wichtig und machen auch immer gerne und bieten das jedem an, diese Schulungen auch zu machen. Und ansonsten freue ich mich dann, wenn Fragen kommen. Ich bin was ich jetzt nicht erzählen konnte, kann ich dann bestimmt beantworten. Ja, hallo. Stefanie Habicht-Oginger, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, dann stelle ich gleich ein. Danke, Marianne Bernhard. Mobilität für alle, das ist so mein Thema. Und im Mobilitätsreferat bin ich eben Ansprechpartnerin für Inklusion, Gender und Gerechtigkeit und zuständig für die Erarbeitung der Teilstrategie, die wir Mobilität für alle nennen. Viele haben es vielleicht auch schon gehört. Jetzt muss ich ein bisschen springen. Wir haben in München eine Mobilitätsstrategie 2035 mit vielen Zielen, unter anderem eben Teilhabe auch. Und unter dieser Mobilitätsstrategie laufen verschiedene Schwerpunktthemen oder Teilstrategien, nenne ich es. Und eine ist eben Mobilität für alle. An der bin ich am Arbeiten mit Hilfe von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und unser Ziel ist eben, die Nutzerinnen alltags- und bedarfsorientierte Mobilität für alle Menschen herzustellen. Ich hole deswegen jetzt so weit aus, weil ich will einfach ein bisschen verständlich machen, woher der Aufhänger kommt, dass wir als Verwaltung eine interne Fortbildung anbieten. Es gab immer schon interne Fortbildungen. Jetzt spezifisch fürs Mobilitätsreferat haben wir dieses Jahr die in Angriff genommen. Und es war sicherlich der Anlass, dass es eben so eine Teilstrategie geben soll, die auch als Ziel hat, zu sensibilisieren, nach innen als auch nach außen. Vom Leitbild her haben wir die Mobilitätsplanung auch für alle, das heißt eben unabhängig welchen Alters, Geschlecht, Einschränkungen, gesellschaftlicher Rolle, finanzieller Situation, Religion. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Themen, die sich auswirken können. Das ist aber, sage ich jetzt mal ganz lapidar, erstmal egal, es muss für alle geplant werden und dann ist auch wichtig, dass man eben an alle denkt. Dieses an alle Denken hatten wir bislang nicht. Hier nochmal zur vorherigen Folie. Das sieht man auf den Fotos ganz gut. Wurde einfach jahrzehntelang aus Sicht des Autoverkehrs geplant oder sehr stark orientiert vom Auto her geplant. Oder auch aus dem Blick von Männern. Und ich werde jetzt nicht alles lesen, was auf den Folien steht, aber unser Ziel ist natürlich, die Mobilitätswende zu gestalten. Das ist unser neues Ziel. Da wollen wir hin. Wir wollen hin,
zu einer Teilhabe, weil Teilhabe ermöglicht eben sowohl ökonomische Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe. Ohne Teilhabe geht gar nicht. Und dazu müssen wir es schaffen, dass Mobilität kein Privileg mehr ist für einzelne Gruppen, sondern eben für alle da ist. Und davon versprechen wir uns viel. Das ist ein Mehrwert für alle, nicht nur für einzelne Gruppierungen wie jetzt Blinde oder Frauen oder Kinder oder Alte, sondern es ist tatsächlich ein Game Changer, wenn wir den Blick aufmachen und sagen, wir wollen nicht nur Inklusion, sondern wir wollen einfach an alle denken. Und Inklusion, wenn wir aber Inklusion schon mal denken und Barrierefreiheit, dann ist ja automatisch an alle mitgedacht. Weil im Laufe unseres Lebens, wenn wir alle einmal angewiesen sein, sei es jetzt als Kind, wo wir noch nicht richtig laufen konnten oder am Fahrrad uns bewegen konnten, oder als älterer Mensch oder vielleicht durch einen Unfall oder Sportverletzung, dann sind wir einfach nicht so fit und können uns fortbewegen, wie wir wollen und sind auch angewiesen auf Hilfsmittel. Insofern ist es eben ganz wichtig, diese Barrierefreiheit herzustellen. Und wenn wir diese haben, dann haben wir am konkreten Beispiel einen ganz breiten Gehweg, sodass eben ein Rollstuhlfahrer und jemand mit Kinderwagen aneinander vorbeikommen und keine E-Scooter auf der Gehwegfläche rumliegen oder andere Hindernisse, die es einfach Blinden als auch anderen mobilitätseingeschränkten Menschen schwer machen oder auch Menschen mit viel Gepäck. Also insofern erkennt man da schon an den Beispielen, dass es einen Mehrwert für alle hat, wenn wir die Bedürfnisse von Kindern als auch von Seniorinnen in der Planung priorisieren, dann sagen wir so, ist eigentlich an alle gedacht. Ja, und da komme ich jetzt auch zu den Inklusionsspaziergängen. Denn die sind für uns ein ganz wichtiges Mittel für Sensibilisierung und auch, ja, wie meine Vorrednerinnen, Redner schon gesagt haben, das macht was mit einem. Also ich bin selbst ganz begeistert. Man muss es wirklich ausprobiert haben. Jetzt denkt man ja immer von sich, man ist total aufgeklärt und weiß alles schon. Ist ja gar nicht so, weil dieses Emotionale, wenn man dann da selber drin steckt, da weiß man eben nicht, wie man reagiert, selbst wenn man zig Bücher dazu gelesen hat. Also insofern will ich da wirklich gewinnen dafür, für diese Maßnahme, dass das einfach auch mal mitgemacht wird von jedem und jeder, weil das für einen selber auch sehr wertvoll ist. Ja, warum haben wir die Inklusionsspaziergänge gemacht als Stadt? Wir wollen eben dem Anspruch auch gerecht werden in der Mobilitätsplanung, die Perspektive von allen Menschen zu berücksichtigen, vor allem eben jetzt in dem Fall mit Einschränkungen. Und nur wenn wir diese Bedürfnisse auch kennen im Vorfeld, und dies können wir diese ja auch mitbedenken. Wenn ich nie weiß, was das heißt, auf Krücken oder eben blind oder im Rollstuhl unterwegs zu sein und auch nie die Perspektive mir von diesen Zielgruppen anhöre, dann kann ich das auch nicht in meinem Alltag berücksichtigen. Ja, und deswegen gab es die Konzeption und auch den Plan, eine interne Fortbildung schnellstmöglich umzusetzen, haben wir dieses Jahr auch geschafft und haben für 180 Beschäftigte das eintüteln dürfen. Und diese Konzeption, da hat ja Marianne auch schon ein bisschen was erzählt und auch der Bernhard, die waren ja beide dabei. Wir haben das gemeinsam gemacht. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist ganz wichtig auch zu sagen, so eine gemeinsame Geschichte stärkt unheimlich. Wir haben es im Referat auch über Teams, also übergreifende Abteilungen gemacht. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt innerhalb des Referats, als auch ein Gemeinschaftsprojekt dann außerhalb. Und das ist sehr wichtig, weil man sich da gegenseitig stärken kann und es einfach viel Expertise reinbringt. Ja. Was kann ich noch sagen? Die Bilder sprechen ja sowieso für sich, denke ich. Das sieht man quasi meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben den Aktionszeitraum verteilt auf 2 Wochen und pro Tag 2 Fortbildungen angeboten, und zwar von Zeitslots her vor- und nachmittags. Ganz wichtig für Teilzeitkräfte, eben auch für Eltern mitgedacht, ne, die Kleinkinder abholen müssen oder auch Schulkinder haben. Das finde ich gleich mal so einen wichtigen Punkt. Als auch, dass man den Aktionszeitraum möglichst weit fasst, weil es gibt immer Mitarbeitende, die haben Urlaub und wenn man es dann genau auf eine Woche konzentriert, fallen die schon mal weg. Also das hat sich sehr bewährt. Und auch an verschiedenen Standorten. Wir sind ein Referat mit verschiedenen Standorten und damit es gleichberechtigt ist,
war das auch ein sehr wertvoller Umsetzungspunkt. Ja, vom Umfang her war es uns wichtig, im Vorfeld natürlich die Gremien einzubeziehen, die wir ohnehin immer einbeziehen. Also wir arbeiten sehr eng mit den Behinderten- und Seniorenbeiräten der Stadt München zusammen und haben uns da natürlich die Expertise auch geholt, haben unseren Plan vorgestellt, haben auch Feedback einfließen lassen und auch gemeinsam erstmal einen Testlauf gemacht. Und dieser Testlauf hat nicht nur eben mit Senioren- und Behindertenbeiräten stattgefunden, sondern auch intern innerhalb unseres Referats, und zwar über alle Ebenen und Abteilungen hinweg. Und das war, also das denke ich, das war wahnsinnig wertvoll. Auf das darf man auf keinen Fall verzichten, weil diese Testläufe, die helfen nochmal für die Konzeption, für die Umsetzung, aber auch dann, um Multiplikatorinnen zu gewinnen. Es ist ganz wichtig, intern Bereitschaft zu bekommen, Mundpropaganda, dass eben die Kollegin erzählt, oh, da habe ich einen Testlauf mitgemacht und ey, melde dich an, das ist geplant. Also das ist eine ganz wichtige, ja, wichtiger Punkt gewesen für mich. Das will ich deswegen teilen. Ansonsten haben wir eben verschiedene Inklusionsspaziergänge angeboten, also zu verschiedenen Themen, zur Gehbehinderung, zur Sehbehinderung, zur Hörbehinderung. Und will vor allem jetzt auf das Feedback eingehen, was da so seitens der Kolleginnen und Kollegen dann als Rückmeldung kam. Bei der Gehbehinderung war es vor allem das neue, langsamere Tempo. Stressfaktoren waren vor allem die Ampelschaltungen tatsächlich. Sieht man auch auf dem Foto. Überraschend war für viele auch, wie sich der Blickwinkel verschiebt, was das mit einem eben macht, wenn man nicht so weiterkommt, wie man sich das vorgestellt hat. Auch wenn man ganz fit sich fühlt im Rollstuhl, kommt man eben nicht weiter, weil man einfach an Hindernissen scheitert, sage ich jetzt mal. Ja. Bei Sehbehinderung war es auch nochmal was ganz anderes, eben mit der Augenbinde. Es war auch nochmal für die innere Zusammenarbeit auch wichtig. Das habe ich jetzt nicht auf diesen Folien drauf, aber das kam auch vielfach als O-Töne bei allen Arten von Geh-, Seh- und Hörbehinderung, dass dieses Teambuilding, also wir sind ja immer in Zweiergruppen dann losmarschiert. Einer sieht man jetzt hier auch bei der Treppe oder bei der Rolltreppe. Einer hatte die Augenbinde, der andere hat geführt. Da muss man sich natürlich auf seine Kolleginnen oder seinen Kollegen verlassen. Vielfach kennt man sich ja untereinander auch gar nicht so, wenn man so zusammengewürfelt in der Fortbildung ist. Und das hilft natürlich auch für das interne Vernetzen. Und ja, ist einfach auch ganz toll gewesen, sage ich jetzt so mal, für die Rückmeldung und die Arbeitssituation. Vom Feedback her aber war es eher so bei der Sehbehinderung, dass es ein starkes Gefühl der Ausgeliefertheit geschafft hat, also auch Hilflosigkeit, ganz, ganz starke Emotionen nochmal stärker oder anders zumindest als bei der Gehbehinderung. Und auch Erstaunen, dass so vieles an, ja, das kann man auch für die Gehbehinderung und Hörbehinderung sagen, dass einfach so vieles an Barrieren noch da ist, die es abzubauen gilt, dass wir einfach noch viel vorhaben, was wir umsetzen können. Und jetzt sehen wir noch die Hörbehinderung. Auch hier eben Hilflosigkeitsgefühl, dass das einfach wahnsinnig anstrengend ist, Energie zieht. Da war die Bandbreite wirklich auch sehr unterschiedlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, aber das war übereinstimmend. Es ist anstrengender, als wenn ich eben keine Behinderung habe oder Einschränkung. Und von A nach B zu kommen, schafft dann auch ein ganz anderes Zeitmanagement. Also man ist auf viel mehr angewiesen, man muss anders planen und ja, und man muss auch die Reaktion auf andere Verkehrsteilnehmer sozusagen aushalten. Also auch das macht was mit einem, man interagiert anders, man ist ganz anders angewiesen. Beispielsweise bei der Hörbehinderung am Radfahrende ein mulmiges Gefühl ausgelöst, weil die hört man ja nicht kommen von hinten. Ne? Man sieht ja auch von hinten nicht. Und ja, das ist nur so eines der Beispiele.
will jetzt nicht so viel Raum nehmen, damit wir viel Zeit zu der Diskussion und für Fragen haben. Ich will mich vor allem jetzt nochmal bedanken, eben bei unserer Referatsleitung, die die interne Fortbildung ermöglicht hat, und auch an die Führungskräfte, die all diese Mitarbeitenden freigestellt hat, meine Kolleginnen und Kollegen. Ohne denen geht es nicht. Und das war ganz wichtig, auch als Signal, dass hier Zeit als auch Arbeitskapazitäten freigestellt werden und alle an den Fortbildungen sich anmelden durften. Aber auch an die Kolleginnen und Kollegen, weil es schafft natürlich schon auch erstmal vielleicht ja, Irritationen, so eine Fortbildung. Und eben die, die sich angemeldet haben, herzlichen Dank eben für die Offenheit und Neugier, das auch zu machen, sich da in so eine Hilflosigkeit zu begeben und das auszuprobieren und auszuhalten. Aber eben vor allem Dankeschön auch an Marianne Pfaffinger von Eco Experience Consulting und an den Bernhard Klau vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, der uns als Experte ja auch zur Verfügung gestanden hat. Und wir haben eben gemeinsam auch sehr viel gelernt und sehr viel austauschen können. Und danke vor allem auch an also an den Stab 1, an meine Kollegin Andrea, die das mit mir im Moor auch umgesetzt hat, gemeinsam mit den Leitungen da. Danke. Genau, und wenn wir noch beim Dank sind, schiebe ich noch hinterher. Markus, ich habe so rasant gestartet. Habe ich auch gehört zu teilen, hoffentlich, gell? Dass ich mich gar nicht mehr oder wir uns gar nicht bei dir bedankt haben. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass wir darüber berichten dürfen, was uns so ein Herzensanliegen ist. Also genau, vielen, vielen Dank dafür. Ja, der Dank gilt aber vor allem euch. Die Plattform zu stellen ist vergleichsweise leicht. Ihr habt die Expertise hier für uns alle und stellt sie zur Verfügung. Wir können sie teilen und auch im Nachgang im Video online stellen, sodass noch viel mehr Menschen sich das auch im Nachgang anschauen können. Also großes Dankeschön an euch. Ich fand eure Präsentationen und Beiträge super erhellend und aufklärend, weil ich glaube, dass man sich jetzt sehr gut vorstellen kann, was gemeint ist mit inklusiven Spaziergängen. Aufgrund eurer Worte, aber auch aufgrund der vielen Bilder, die ihr mitgebracht habt, kann man jetzt sehr klar, glaube ich, hat man ein sehr klares Bild, wie sowas ausschauen könnte. Und ich selber könnte mir vorstellen, dass das ja nicht nur ein Thema ist für eine Großstadt wie die Landeshauptstadt München, sondern dass das ja ein Thema mindestens so ist, oder genauso ist eigentlich, einfach genauso ist, bis ins kleinste Dorf. Denn auch dort stehen Menschen vor denselben Barrieren und denselben Schwierigkeiten. Manche sind vielleicht einfacher, andere sind aber vielleicht auch noch viel größer. Also, dass es ja eigentlich landesweit ein Thema ist. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ist das Thema geeignet, dass wir es hier besprechen, in einem Forum, wo man sich von überall zuschalten kann und nicht nur eben in München ist. Sähet ihr irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man das auch in einem kleineren Ort, sage ich mal, in einer 3000-Einwohner-Gemeinde durchführen möchte? Oder gibt es da irgendwas Besonderes zu beachten? Also sag mal, was ist das? Ja, wenn man, also im Dorf ist mit Sicherheit was anderes. Da gibt es so also die großen Verkehrsanlagen nicht. Dann hat man maximal vielleicht einen Zebrastreifen. Wahrscheinlich sind die Gehwege nur 1 Meter breit oder noch schmaler. Wahrscheinlich hat man mehr mit Landschaftsfahrzeugen zu tun und da liegt vielleicht mal ein Kuhfladen als Barriere auf dem Weg. Aber ansonsten ist kein großer Unterschied. Gut, eine U-Bahn wird man wahrscheinlich auch im Dorf nicht haben. Weniger. Aber die Sensibil also es geht ja um die Sensibilisierung. Also auch im Dorf ist es ja wichtig, dass man Rücksicht nimmt, aufeinander, miteinander pflegt. Und ich denke schon, dass es auch im ländlichen Raum Beispiele gibt, wo man es runterbrechen kann. Auf alle Fälle. Und eben gerade wenn die Gehwege sehr breit sind, was manchmal baulich gar nicht anders möglich ist, kann man sicher auch gute Lösungsansätze dafür finden. Und ja, doch, ich denke, das kann man natürlich abgeändert auch anderswo anbieten. Haben wir Natürlich, ja auch schon gemacht. genau, ist eine Großstadt anderes, aber ich schließe mich an. Genau, du schließt dich an. Genau. Das Sensibilisieren der Menschen ist das eine, dass sie wahrnehmen konnten, wie das ist, wenn man eine Einschränkung hat und unterwegs ist. Das andere ist ja dann die konkrete Umsetzung von Verbesserungen, wenn man dann sensibilisiert ist und auch beim Spaziergang vielleicht schon neuralgische Punkte identifiziert hat, wo dringender Handlungsbedarf wäre.
ist ja der nächste Schritt die Umsetzung. Und ich meine, ich bin jetzt Landtagsabgeordneter, aber auch Kommunalpolitiker gewesen und noch im Kreistag. Kreistag ist jetzt da vielleicht nicht so zuständig, eher die Gemeinderäte und Stadträte vor Ort eben, auch in den kleineren Gemeinden. Ist es doch eigentlich naheliegend, im Nachgang dann auch konkrete Verbesserungen vorzuschlagen. Das heißt, wenn KommunalpolitikerInnen oder auch Menschen aus der Kommunalverwaltung hier sensibilisiert worden sind, eine Liste zu machen und zu sagen, lasst uns das und das entweder systematisch checken oder lasst uns gleich mal diese und jene Hotspots anpacken und entweder überplanen oder vom Bauhof gleich konkrete Maßnahmen machen oder ähnliches. Seht ihr das auch so, dass man das im Anschluss unbedingt in die, so eine Operationalisierung kommen sollte, dass sich dann auch konkret was verbessert über die Sensibilisierung von einzelnen Individuen hinaus? Ja, also für mich hat es zwei verschiedene Ebenen in dem Kontext. Das eine ist, dass man auf dem Rundgang selber Stellen entdeckt, wo man sagt, huch, das funktioniert überhaupt nicht. Wir hatten ein schönes Beispiel mal bei dem Rundgang, dass bei einer Baustelle, die so eine kleine Rampe fehlte, dann ein Mitarbeiter fast aus dem Rollstuhl geflogen wäre. Da ist mir kurz das Herz stehen geblieben. Aber 2 Tage später war die Rampe da. Also, es waren ein paar Zentimeter und man denkt ja, wenn man erst mal im Rollstuhl sitzt, das mache ich, nehme ich locker, aber das kann eben schnell zu Problemen führen. Und solche ganz konkreten Stellen, das liegt natürlich oder hängt auch damit zusammen, welche Route wir planen. Wir planen ja immer die Route vorher auch für die Rundgänge und dann kann man auch vorher besprechen, gibt es Dinge, die wir uns speziell anschauen sollten, spezielle Stellen. Ich würde mal sagen, dass die Rundgänge, die wir bisher gemacht haben, aber auch ganz viel den Fokus des Grundsätzlichen, des Systemischen schon fast eher hatten, wo wir dann sagen, was heißt das für unseren Arbeitsalltag zum Beispiel, was heißt das für den Arbeitsalltag der Planenden im Referat, die da ja gewissen Anforderungen ausgesetzt sind, die da viele Regeln haben und viele Dinge, die sie einhalten müssen. Das sind halt erstmal einfach nur Regeln und noch so ein Ding, was ich abhaken muss. Und jetzt hat es aber was mit mir gemacht. Jetzt verstehe ich nochmal ganz anders, warum diese Rampen wichtig sind, warum gewisse Dinge, Leitsystem und so weiter wichtig sind. Und dann darüber zu sprechen, was sind denn meine Barrieren im Arbeitsalltag, das immer gut umzusetzen. Warum gelingt mir das nicht immer? Und das dann in einen Dialog zu überführen innerhalb der Verwaltung, da übergebe ich auch gerne an dich, wenn du was dazu sagen willst. Aber wo ich eben sagen würde, das halten wir erstmal fest in der Reflexion. Da stellen wir die Frage, was hat das mit meinem Arbeitsalltag zu tun? Und dann kommen auch solche Kommentare wie, ich würde ja gerne aber. Und das dann aber weiter zu verfolgen in der Verwaltung und zu sagen, okay, das nehmen wir mit und wir schauen mal, wie wir da unsere eigenen Hemmnisse abbauen können und greifen das auch regelmäßig wieder auf, das Thema. Das fände ich eben sehr wichtig. Ja, das ist ja ein konstanter Prozess. Also es ist ja nicht von heute auf morgen und dann habe ich eine Checkliste und dann ist alles fertig. So ist es ja nicht. Also gerade in der Mobilität ist ja sehr dynamisch, ist sehr emotional. Ich meine, hat viel mit Veränderung zu tun, auch Veränderung vom eigenen Mobilitätsverhalten möglicherweise. Also das ist ja eine ganze Bandbreite. Unser Ziel war ja bei der internen Fortbildung schon die Sensibilisierung, also dieses Bewusstmachen, damit ich es eben besser berücksichtigen kann oder auch weiß, was denn die Bedürfnisse sind. Weil also es passiert ja ganz viel. Es passiert ja schon ganz viel. Natürlich ist immer Luft nach oben, aber man darf auch nicht vergessen, dass jeder hat ganz viele am Schreibtisch und es gibt ein großes Bemühen, Dinge gut zu machen und gut umzusetzen. Aber natürlich kann man dann so eine interne Fortbildung für sich persönlich dann schon auch nutzen und sagen, okay, ah ja, so ist es gemeint, wenn beim nächsten Mal ein Antrag zum Beispiel reinkommt, dann versteht man das ja ganz anders, warum jetzt unterschiedliche Bodenbelege für die Orientierung helfen oder warum eine Begleitperson manchmal wichtig ist für bestimmte Zielgruppen oder warum manche Zielgruppen klare Kanten brauchen, andere Zielgruppen, wie jetzt zum Beispiel Rollstuhlfahrende, die brauchen keine klaren Kanten, weil, also ich meine, da stören sie eher und allein diese Zielkonflikte, dass wir diese transparent auch uns bewusst machen, das ist ja nicht so einfach. Es ist ja auch ein Aushandeln von verschiedenen Interessen. Und wir müssen ja alle miteinander uns einen öffentlichen Raum teilen, der nun mal begrenzt ist. Wir sind ja nicht, wir können ja nicht eine Stadt neu bauen, sondern sind ja durchaus jetzt gerade so in Städten sehr damit beschäftigt, was geht, was können wir noch verbessern, wie sind die
Bedarfe, die unterschiedlichen. Und da muss man natürlich schauen, dass man genau diese Zielgruppen, die oftmals, also am Rand gedrängt, klingt jetzt blöd, so will ich es eigentlich nicht formulieren, aber dass Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen, die man ja oftmals aus dem Fokus verliert, dass man die in den Vordergrund schiebt. Also eben nicht vielleicht, ja, also natürlich die Belange der Fußgängerinnen und Fußgänger priorisiert. So könnte man es vielleicht am diplomatischsten jetzt ausdrücken. Weil da befinden sich die meisten vulnerablen Zielgruppen. Die Kinder, die Älteren, Mobilitätseingeschränkte. Ja. Oder Bernhard, was? Ja, im Grunde genommen, klar, die Checkliste ist schnell da, aber die Umsetzung, das dauert lang. Und man muss ja sagen, durch die UNBRK, dem Deutschland ja beigetreten ist, alles, was neu ist, habe ich auch wenig Bedenken, dass es auch barrierefrei und hilfreich für alle ist. Aber wir haben mal den Bestand. Über 99% ist mal Bestand, ob das jetzt Ampeln sind, Straßen, Übergänge oder sonst was. Ja, und das dauert halt sehr, sehr lange. Und wenn es teilweise wichtig ist, manchmal schneller zu machen, dann muss man da eigentlich auch flexibler sein. Ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und vor allem die Erfahrung ist, wenn man diese Selbsterfahrung nicht hat oder wenn die Barrierefreiheit in den Köpfen nicht weggeht, dann geht es auch auf den Straßen nicht weg. Genau, also auf den Bestand wollte ich auch gerade lenken oder auf den Kontrast Neubau und Bestand im Neu beim Neuen. Sie haben es ja gerade gesagt, da ist, wird vieles schon sehr gut gemacht, aber der Bestand ist das Problem. Ich muss mich in meinem Mandat, in meiner Zuständigkeit, in meinem Mandat für die Verkehrspolitik natürlich in Bayern sehr viel mit den Eisenbahnen beschäftigen, weil der Freistaat Bayern da unmittelbar zuständig ist, zumindest bei der Bestellung des Nahverkehrs und eben entscheiden kann, was für Art von Fahrzeugen werden bestellt. Und da ist das Barrierefreiheit heutzutage immer ein Thema. Wenn man dann aber feststellt, dass ich in einen Zug einsteige, der aber dummerweise immer noch nicht barrierefrei ist, und da haben wir sehr viele, dann liegt es eben daran, dass es keine Neufahrzeuge sind, sondern dass die halt teilweise 30 Jahre alt sind. Aber ein Eisenbahnfahrzeug ist halt auch ausgelegt auf 30, 40, 50, 60 Jahre Betriebszeit. Und das macht tatsächlich auch keinen Sinn, ein funktionsfähiges Eisenbahnfahrzeug, das mal sehr, sehr viel Geld gekostet hat, wegzuschmeißen. Wegen einzelnen Anforderungen, die sich im Laufe der Zeit ändern. Wir sehen aber, dass sich die Anforderungen eben hier in dem Bereich sehr zum Positiven gewandelt haben, weil es wird kein Neufahrzeug mehr ausgeschrieben, das nicht barrierefrei ist, auch wenn es in der genauen Beschaffenheit der Barrierefreiheit dann nochmal die ein oder andere Feinheit gibt, wo was nicht optimal ist. Aber im Prinzip ist das Standard inzwischen. Hat sich viel getan. Wir schlagen uns aber eben mit den Altbeständen herum und was für die Eisenbahn gilt, gilt für die Straße erst recht. Und da könnte ich mir eben sehr gut vorstellen, und das würde mich freuen, wenn es im Nachgang zu unserem Webinar mal den ein oder anderen konkreten Anwendungsfall gibt, wo man das mal ausprobiert, dass eben in einzelnen Kommunen ja mal ausprobiert wird, einen Antrag zu stellen. Man möge doch einmal testen, wie es mit der Barrierefreiheit im Ort beschaffen ist, zumindest mal in einem Teilgebiet, in einem Stadtteil oder in einem Ortsteil oder in einem bestimmten entlang von viel frequentierten Durchgangsstraßen oder ähnliches, ja, und das mit einem inklusiven Spaziergang mal ausprobieren und schauen, wie das da ist und welche Ansatzpunkte man da findet, ohne dass man jetzt gleich eine hochtrabende Straßenumbauplanung, die Millionen Euro kostet, anstrengt, aber vielleicht konkrete kleinere Maßnahmen findet, die zu Verbesserungen im Alltag für die Menschen führen können. Also das würde mich sehr freuen, wenn wir das hinkriegen, dass der eine oder andere Kommune sich da auf den Weg macht, das mal ausprobiert und eben gerne ausgehend von einem Inklusionsspaziergang. Also erst Spaziergang anschauen, erleben, auf sich wirken lassen und dann versuchen, die eine oder andere konkrete Verbesserung im Gemeinderat, Stadtrat zu beschließen und dann auch umzusetzen. So ein bisschen ähnlich, wie man das ja von dem Label fahrradfreundliche Kommune kennt. Wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, da läuft es ja auch so, dass man erst eine Bereisung mit den Fahrrädern vornimmt, rumradelt und konkret schaut, wie ist es denn da so in dem Ort, auch eben mit Fachleuten, in dem Fall Menschen vom ADFC oder PlanerInnen. In dem Fall der inklusiven Spaziergänge wäre es intelligenterweise, so wie ihr es ja auch dargestellt habt, halt Menschen, die eine Einschränkung haben oder man simuliert die Einschränkung, um es selber zu erleben. Aber ich glaube, auch das Gemeinsame ist da das Entscheidende, was einem voranbringt.
um dann zu einem Maßnahmenplan zu kommen. Also so läuft es bei den Fahrradbereisungen. Erst die Bereisung, dann ein Maßnahmenplan. Und wenn die dann umgesetzt sind, dann gibt es auch noch ein tolles Label dafür. Sowas wäre auch, könnte ich mir sehr gut gefallen für Kommunen. Da kann man mal ausprobieren und vielleicht kann man sowas auch mal größer skalieren, dass das viele machen oder so. Wir haben einige Fragen hier. Ich darf das Auditorium nochmal erinnern, dass man über den F- und A-Button unten Fragen stellen kann. Ein paar sind schon da. Erste Frage gefällt mir sehr gut, nämlich gibt es Interesse, als so einen inklusiven Spaziergang mal durchzuführen als Bestandteil des Chains Walk 2025? Wer Chains Walk nicht kennt, das bezieht sich auf Jane Jacobs. Und ist eine Initiative vom Fuß e.V. Und das, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe aus meinem Gedächtnis, das sind auch so eine Art Stadtteilspaziergänge, die gemacht werden, um bestimmte Fußverkehrsthemen zu ja, nicht beraten, sondern sagen wir, zu begehen, mit einer Begehung, mit einem Spaziergang zu analysieren und zu sehen. Und das könnte man ja mal unter diesem Gesichtspunkt Inklusion machen. Also diese Chains Walk oder Walks finden immer in einem bestimmten Zeitfenster statt. Steht hier auch dankenswerterweise hier gleich hingeschrieben, vom 4. bis 10. Mai nächstes Jahr. Wäre ja mal eine schöne Sache. Gibt es da eine Möglichkeit oder was müsste passieren, dass sowas gemacht wird? Das müsste, ja. Also ich meine, wenn man solche Stadtspaziergänge macht, sollte das ja immer inklusiv sein, weil Menschen mit Behinderung sind überall, ob jetzt zeitweise oder nicht. Und wenn man einen Stadtspaziergang macht, um da irgendwie zu sehen, ist das jetzt gut für Fußgänger oder sowas, es gibt auch blinde Fußgänger oder eben Gehbehinderte, also das sollte man immer mit berücksichtigen. Also es ist kein richtiger Rundgang, wenn es nicht inklusiv ist, sagen wir mal so, heutzutage. Ja, ich glaube, der Gedanke ist, ansonsten bitte in den Chat gerne auch nochmal ergänzen oder präzisieren. Ich habe den Gedanken so verstanden, dass man im Rahmen dieser Woche, in denen solche Spaziergänge stattfinden, einen gezielt als inklusiven Spaziergang so anbietet, wie ihr es gerade dargestellt habt. Ja, dass das möglich ist, dass wenn man uns anfragt, wir unterstützen, wo es geht. Gut. Ja. Genau. Für uns auch. Schön. Genau. Angeblendet. Und sind auf den Folien, genau, ja. Dann gibt es hier eine Frage. Wäre es sinnvoll, Verantwortliche, die immer von ausreichenden Schutzzeiten an Ampeln sprechen, verpflichtend zu so einer Fortbildung zu schicken? Da bin ich jetzt überfragt, was mit den Schutzzeiten gemeint ist. Ihr habt gleich wissend gelächelt. Vielleicht könnt ihr das ausführen. Wenn nicht, dann bitte um Ergänzung im Chat. Ich halte nichts von Verpflichtungen. Das schafft nicht unbedingt viel Akzeptanz, würde ich vorschlagen. Und es gibt ja auch Gründe. Also es ist ja, ich habe es vorher ein bisschen versucht, transparent zu machen. Es gibt Zielkonflikte und diese müssen wir transparent machen und darüber diskutieren. Die Ampelschaltungen sind ja nicht einfach aus der Luft gegriffen. Es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel ich das sehe und was ich als Vorgabe habe. Das ist ein ausgeklügeltes System. Und ja, natürlich, aus Sicht des Fußverkehrs ist natürlich die Zeit immer zu kurz. Aber aus Sicht des ÖVs oder aus Sicht anderer Verkehrsteilnehmer, Nehmerinnen nicht. Also da muss man einfach auch im Miteinander und im Prozess schauen, welche Ampelschaltung an welcher Kreuzung, was ist machbar, wo können wir eben die Zeit noch verlängern, wo können wir vielleicht es so lassen. Ist nicht so leicht, wie es sich manchmal immer fordern lässt. Das war ja auch das, sehen Also. wir vom Verarbeiten sehen es halt ein bisschen anders. Klar, dass es ein System ist, aber wenn man immer das Chaos auf den Straßen sieht, dann fragt man sich, wo ist sein System hinter? Von außen stehende. Das wird nicht immer transparent gemacht. Ich glaube, das ist ein Problem. Aber man hat auch in Kommunikationsgesprächen aus unserer Erfahrung, das bessert sich ja, keine Frage, dass dann Unverständnis trifft und sagen, was geht es mich an? Und eine Verpflichtung halte ich auch nicht für richtig, aber für die Obers, die müssten es sowieso freiwillig machen. Eigentlich müssten die es freiwillig machen, sich in jede Perspektive mal zu geben, so ist meine Meinung. Ja, da kann ich mich auch noch anschließen. Also dieser Perspektivwechsel, der ist wirklich Gold wert. Und ich möchte das auch gerne nicht mit Menschen durchführen, die gezwungen sind, da zu sein. Das ist nie schön. Aber ich würde mir
wünschen, dass das Interesse dafür grundsätzlich da ist. Und Stefanie, habe ich übrigens gerade vorher auch gesagt, wie wertvoll auch so ein Testrundgang ist mit verschiedenen Vertretern aus der Verwaltung, die dann wiederum selber, es sind ja auch Ängste, da sowas zu machen, blamiere ich mich da oder wie auch immer, oder jetzt muss ich das machen. Aber die Leute, die rauskommen, die sind begeistert davon. Und sowas trägt sich dann fort in der Verwaltung, sowas wird weitererzählt. Und so werden dann auch die weiteren Termine schnell voll. Also ich würde eher den Weg gehen, zu sagen, hey, jetzt probieren wir das mal aus. Und es wäre schön, wenn aus jeder Abteilung zum Beispiel jemand dabei ist, schickt doch alle mal jemanden und dann kommt da jemand und so kommt es drauf. Das hatten wir. Also das kann ich tatsächlich sagen. Es waren alle Abteilungen abgedeckt. Es waren alle Ebenen abgedeckt. Wir hatten ganz viele Führungskräfte auch dabei. Und ja, natürlich, das hilft schon. Aber definitiv Freiwilligkeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hilft bei Themen, die in einigen Statements hier in unserem F&A-Bereich als in den Chat reingeschrieben worden sind, beispielsweise für den Umgang mit falsch parkenden Fahrzeugen oder auch mit ungünstig abgestellten Tretrollern, Elektro-Tretrollern und wie man damit umgeht. Ich meine, man kann nicht alle Menschen sensibilisieren mit so einem unserem Spaziergang teilnehmen lassen, aber man kann vielleicht diejenigen sensibilisieren, die sich damit beschäftigen, wie gehen wir denn mit den Tretrollern in der Stadt insgesamt um. Ja, Und da da gibt gibt es es ja ja auch. auch schon ganz viele Maßnahmen zu den Ja. E-Tretrollern. Also kann ich Ja. gern was sagen. Also ich meine, vielfach ist es halt auch, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, die Leute, die das abstellen, aber vielfach ist es halt einfach Gedankenlosigkeit. Also ist einfach so. Und es gibt eine Meldeplattform, wo man melden kann, dass die nicht ordentlich abgestellt sind. Die Stadt München weist ja auch jetzt ganz viel, also hat schon ganz viele Parkflächen ausgewiesen. Es werden weitere ausgewiesen. Also da tut sich was. Aber ja klar, es geht alles nicht von heute auf morgen. Und letzten Endes, selbst wenn alles, also wenn man alle Maßnahmen ergriffen hat, es gibt immer Leute, die sich gerade nicht dran halten. Also wir müssen einfach denke ich, weiterhin appellieren, offen sein und schauen, dass es besser wird im Miteinander. Ja, und sowas auch anbieten. Also wir haben es jetzt für die Verwaltung gemacht. Man kann es auch genauso einfach für Bürgerinnen und Bürger Ja. anbieten und sagen, immer jeden Freitag am Rathaus und wir laufen durch und jede Woche gibt es ein anderes Thema. Am ersten Freitag ist immer das Thema Sehbehinderung dran, am zweiten und so kann jeder mal mitmachen. Übrigens, wir haben nichts zur Gruppengröße gesagt. Wir würden übrigens empfehlen, das haben wir auch schon besprochen, dass die Gruppe nicht größer, Ah, schön. also 20 ist schon wirklich Anschlag. Weil man will ja auch zusammen reflektieren, man will das, also abgesehen davon, dass ich dann auch 10 Rollstühle anliefern muss und erstmal organisieren muss, wenn ich 20 Leute habe, die dann bei der Hälfte immer wechseln. Aber ja, also ich wünsche mir das sehr, auch weil ich einfach selber diese Erfahrung so schätze, dass das viel mehr angeboten wird in allen möglichen Kommunen und da auch, und dann ist Politik dabei, dann ist Verwaltung dabei, dann sind auch Bürgerinnen und Bürger dabei. Und so, und das wird ja dann auch bekannt, weil das eine gute Erfahrung ist. Ich glaube, sowas, ja, ist dann so ein bisschen Schneeballprinzip immer. Im Chat auch eine sehr sinnvolle Zielgruppe, für die es angeboten werden könnte. Das sind die PolizeibeamtInnen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder vielleicht auch die Personen, die die kommunale Verkehrsüberwachung machen, wären möglicherweise auch eine mögliche Zielgruppe, die man sensibilisieren könnte. Aber ich erhalte auch sehr viel davon, es mit der Bevölkerung anzubieten. Wenn man natürlich sagt, jeden Freitag, dann kann man natürlich nicht, muss es ein bisschen niederschwelliger und auch von der Organisation her der Aufwand niedriger sein. Dann kann es natürlich nicht kein großes Projekt sein, sozusagen, sondern da müsste man braucht man, denke ich, und bitte korrigiert mich, eine Person, die das gerne durchführen möchte, aber auch eine Person, die sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat und ein bisschen auskennt und vielleicht bei euch oder so, bei einem Angebot wie bei euch mal dabei war. Um dann das selber zusammen mit einem Vertreterin, Vertreter vom Sehbehindertenverband oder einer anderen geeigneten Gruppe zusammenzumachen. Und dann kann man natürlich sagen, machen regelmäßig mal einen Spaziergang und wer kommt, der kommt. Und dann sind es vielleicht auch kleinere Gruppen. Genau, also fände ich sehr gut, wenn man das macht. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen, eben als Initiative aus der Kommunalpolitik heraus, dass jemand sagt, ich probiere das mal. Ich suche mir jemanden, der sich da auskennt und biete es einfach mal an und sage, ich stehe am Freitag vorm Rathaus und wir marschieren los und schauen mal, was passiert. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vorstellen kann ich mir jetzt auch. Das hilft, glaube ich, nicht. Also wenn ich an München denke, mit Sicherheit nicht. Also wir sehen es auch so, wir haben es nie verstanden, dass man es überhaupt zugelassen hat. Wir wussten von Anfang an, wusste eigentlich jeder, der mitdenkt, dass das nicht funktioniert.
Und nach wie vor für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit ist das eine Last und ein gefährliches Pflaster, diese E-Roller auf dem Gehweg abzustellen. Und für München muss ich sagen, in der Altstadt gibt es diese Abstellplätze. Außerhalb ist mir nichts bekannt, dass das schon erweitert wurde oder dass irgendwas dagegen getan wird, genauso wie gegen Gehwegparken. Der Autofahrer wurde jetzt was angeleiert, ob sie es durchzieht, weiß ich auch nicht. Aber das ist, E-Roller gehören für mich vom Gehweg, ein für alle Mal. Die haben auf dem Gehweg nichts zu suchen. Ja, natürlich, aber wir können ja nicht zaubern. Da muss man drauf hinwirken. Und ich Aber denke, Paris hat es gemacht. Paris hat es verboten. Da hat es funktioniert. Warum funktioniert es in München? Paris hat auch andere Parkgebühren eingeführt. Paris hat vieles anders gemacht. Wir sind nun mal nicht Paris. Dafür haben wir viele andere Dinge, die Paris nicht hat. Also, das finde ich immer schwierig. Man muss natürlich das Gute nehmen von den anderen als Beispiel, aber man muss schon auch schauen, was für die Stadt selber vor Ort auch passt. Und es ist schon so, ja, das ist richtig, die E-Scooter sind ein Ärgernis für viele Gruppen, die einfach dann den Gehweg nicht ordentlich passieren können, weil sie schlecht abgestellt sind. Da sind wir aber dran und es wird vieles gemacht. Und man muss dazu auch sagen, es sind ja nicht nur die Scooter, es sind ja auch Fahrräder, die da abgestellt werden. Ich tue nicht so weh, Also, wenn ich dagegen laufe. okay, das stimmt, aber es geht trotzdem letztendlich darum, dass es für alle in der Bevölkerung wichtig wäre, das mitzudenken, dass man eben nicht allein auf der Welt ist, sondern dass es eben alte, junge und auch eingeschränkte Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, dass dieser Weg einfach frei ist. Und ich glaube, deswegen sollten wir schon auch da aus der Box rausdenken und sagen, nee, das ist jetzt nur eine Schulung für Polizeibeamte oder für die Planer von Mobilität. Nee, es ist eigentlich essentiell, dass wir also eben uns das bewusst machen, dass Inklusion im Kopf beginnt und dass das alle was angeht. Nicht nur einzelne Leute, die zuständig sind, sondern auch jeder als Privatperson ist dafür zuständig, dass das Fahrrad ordentlich abgestellt ist, dass Scooter aufgeräumt ist, wenn ich ihn schon brauche. Und wir das eben auch gucken, dass wir miteinander Rücksicht nehmen. Weil was wir auch festgestellt haben, und wir hatten das auch als Reflexionsfrage in allen Rundgängen, was ist uns wichtig? Das sollten die Teilnehmenden anmarkern, ob ihnen Pünktlichkeit oder Inklusion wichtig ist. Und das ist schon auch augenöffnend gewesen, denn sobald es um die Pünktlichkeit geht, wie schnell komme ich von A nach B, da will keiner Zugeständnisse machen. Also wirklich keiner. Und das ist schon. Ich finde diesen Konflikt, also das muss man auch mal auf den Tisch bringen. Ja, keiner will Abstriche machen bei seinem Weg von A nach B, aber Inklusion wollen wir auch gleichzeitig und miteinander. Und wenn das aber nicht dazu führt, dass ich 5 Minuten später in die Arbeit komme oder zum Termin, weil eben der Busfahrer ausgestiegen ist, um einem Rollstuhlfahrer zu helfen oder Trambahnfahrer, was weiß ich, weil der Lift wieder nicht gegangen ist. Also das kostet ja Zeit. Und das ist eben wichtig auch zu sehen, dass das, ja, das ist einfach wichtig zu sehen. Es geht nicht nur um einzelne Gruppen, sondern es geht uns alle an, wie wir dann in diesem Bus sitzen und eben warten und vielleicht auch mithelfen können, aussteigen und so beschleunigen. Gut, wunderbar. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt schon. Die Zeit ist verflogen ganz schnell. Genau, Frau Habich-Dubinger, Sie haben gerade den Satz gesagt, von Paris oder von anderen immer das Beste nehmen und schauen, was man davon übernehmen kann. Ich glaube, das ist vielleicht sogar so die Quintessenz für mich aus dem Abend, nämlich aus dem super Angebot, das ihr in München einigen Menschen machen habt können in den Spaziergängen, um ja, dazu zu lernen, den Horizont zu erweitern und zu verstehen, wie es anderen Menschen in der Alltagswelt mit ihren Möglichkeiten geht und welche Barrieren sich da auftun. Das können viele andere übernehmen und sich überlegen, wie kann ich das bei mir vor Ort umsetzen und wie kann ich solche Spaziergänge bei mir ermöglichen, welche Leute kann ich damit sensibilisieren und wie können wir vor allem dann auch, finde ich, in der Kommunalpolitik schauen, wie wir dann zu konkreten Verbesserungen vor Ort kommen, damit die Menschen im Alltag leichter haben. In diesem Sinne darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken und bei euch bedanken. Zum einen bei denjenigen, die als Gäste dabei waren und hier rege mitdiskutiert haben. Und danke für das Interesse.
Und Ihnen und euch, liebe Frau Habicht-Obinger, lieber Herr Klaus, liebe Marianne Pfaffinger, für die super Präsentation, auch dass wir sie im Nachgang und den Angemeldeten schicken dürfen, dass wir sie online stellen dürfen, dass wir aufzeichnen durften und das noch weiter verbreiten dürfen. Schade, dass wir gerade nicht beieinander sitzen. Insofern auch an euch gleich hiermit meine Verabschiedung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schönen Abend noch allerseits und bis zum nächsten Webinar. Ciao, Wiederschauen. Danke. Ja, danke. Dankeschön.